Und so ist Hacken in Brawl Stars komplett legal. Und ich pack's jetzt mal aus. Es ist richtig, richtig wild. Ihr werdet euch jetzt denken, WTF, was geht denn jetzt ab? Das hier. Mit diesem Ding kann man hacken. Hallo Leute, was geht? Ich bin's, der Pookie. Ich hoffe, euch geht's gut. Hacken ist in Brawl Stars natürlich komplett strengstens verboten. Und wer es doch macht und irgendwie hinbekommt, wird gebannt. Und das ist ganz, 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 ganz schlecht. Genau, also jetzt schon mal kurzes Vorwort. Hackt bitte nicht. Ihr zerstört euch damit nur euren aufgebauten Account und eventuell auch weitere Accounts, die ihr sozusagen auf eurem Gerät habt. Und das will jeder vermeiden. Dieser Hack, den wir uns aber heute angucken, ist aber zu 100% legal. Und das Krasse ist, die wenigsten kennen das überhaupt. Und das hat mich so fasziniert. Ich habe das Ganze tatsächlich schon mal gemacht. Ich habe gehackt, haha, ne? Aber es ist halt ein legales Hacking in der Hinsicht. Und ich werde es euch auch gleich mal zeigen. Ganz, ganz viele Pro-Gamer benutzen das. Und es ist definitiv ein absolut krasser Spielvorteil, der allerdings auch ein bisschen Geld in Anspruch nimmt. Also es ist leider nicht ganz kostenlos. Ja, was ist jetzt das Ding? Es ist nicht irgendein Private Server oder sonst irgendwas Unlimited Gems Hack oder was. Lasst von sowas unbedingt die Finger. Das ist alles super, super unseriös. Es gibt natürlich Wege, gratis Gems zu bekommen, aber das ist auf gar keinen Fall über irgendeine Seite, wo man seinen Username eintippt und dann bekommt man anscheinend die Gems. Lasst da wirklich die Finger von. Ich habe euch das schon mal in einem Video erklärt, wie man das machen kann, aber sowas ist das gar nicht. Es geht mehr um das Gameplay an sich und es ist mehr einfach ein Spielvorteil im Spiel, im Battle selber, in einem Online-Game logischerweise. Bevor ich euch das Ganze aber zeige, will ich auf jeden Fall einen Daumen von euch nach oben sehen, dass ich hier sowas schon wieder rausfinde und expose. Das ist auf jeden Fall super cool. Unser Hacking-Tool ist tatsächlich in dieser Kiste drin. Es ist ein wirkliches Gerät. Ja, es ist nicht nur einfach irgendein Programm oder sonst was. Es ist ein Gerät, mit dem man hacken kann. Und ich pack's jetzt mal aus. Es ist richtig, richtig wild. Ihr werdet euch jetzt denken, WTF, was geht denn jetzt ab? Das hier. Mit diesem Ding kann man faktisch gesehen hacken. Ich sag's mal vorsichtig hacken, weil es ist legales Hacken. Es ist einfach ein immenser Spielvorteil, den man sich legal holen kann. Also es ist auf jeden Fall, ja, ziemlich, ziemlich krass. Was ist das? Ja, fragen sich vielleicht einige. Es ist ganz simpel. Es ist ein LAN-Adapter. So, ich habe nämlich hier mein iPad und dafür braucht ihr echt ein bisschen ein Setup. Es funktioniert nicht einfach so. Ich habe hier mein iPad, das hat hier einen USB-C-Ausgang und dann habe ich hier dieses Kabel. Hier geht tatsächlich ein HDMI-Kabel raus. Damit kann ich aufnehmen. Und dann habe ich hier noch einen USB-Anschluss und dort muss ich im Prinzip einfach diesen LAN-Adapter anstecken und der wiederum kommt in ein LAN-Kabel. Ja, wer nicht weiß, was ein LAN-Kabel ist, das ist ein Kabel, das überträgt Internet. So wie WLAN, aber halt ohne W. Macht Sinn. Dieses Kabel kommt jetzt hier einmal in diesen Adapter rein und die andere Seite kommt in meinen WLAN-Router rein. Ja, ihr müsst dann tatsächlich auch nah am WLAN-Router sein oder ihr habt einfach so ein 10-Meter-Kabel. Das geht natürlich auch. Sonst ist das Ganze tatsächlich schwierig. Okay, Leute, wir sind auf meinem Homescreen. Das Kabel ist eingesteckt. Und was passiert jetzt? Ihr habt es gerade gesehen, rechts oben, das WLAN-Zeichen verschwindet. Ja, das ist schon mal gut, weil wir müssen ja auf LAN wechseln. Und gleichzeitig erscheint eine neue Funktion in den Einstellungen. Bei Apple sieht das jetzt im Prinzip so aus. Ethernet unter dem WLAN. Dann sieht man hier schon den Anschluss. Den kann man einfach auswählen. Und schon müsste das Ganze klappen. Wir testen das jetzt mal. Wir kommen in Brawl Stars rein und der Hack ist schon aktiviert. Und ihr fragt euch jetzt, WTF, was ist das denn für ein Hack? Ganz, ganz einfach, Leute. Wir können auch jetzt einfach mal den direkten Vergleich machen. So, wir machen jetzt hier nämlich einfach mal einen Speed-Test mit meinem WLAN. Das zeigt das Ergebnis im besten Fall am besten. Genau, und wir sehen schon, ja, Speed ist natürlich sehr gut. Was aber wichtig ist, das ist dieser Ping-Wert. Und der liegt jetzt hier bei 22 Millisekunden, was auch schon super, super krass ist. Man muss aber auch gerade dazu sagen, ich sitze hier direkt am Router und habe sozusagen schon eine sehr gute Connection. 1000 Millisekunden ist eine Sekunde. Das heißt, 22 Millisekunden sind 22.000stel, also wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, was schon sehr gut ist. Und der Ping beschreibt im Prinzip einfach Folgendes, und zwar, wie lange dauert es, bis meine eingegebene Handlung auf dem Server, jetzt in dem Fall in Düsseldorf, landet. Ja, die Brawl Stars Server sitzen, glaube ich, in Frankfurt. Das ist dann vielleicht nochmal von mir gesehen ein bisschen weiter weg. Deswegen nehmen wir auch einfach jetzt mal einen Testserver in Frankfurt. Ja, und da ist der Ping auf 29. Genau, also ist auf jeden Fall schon, ja, etwas höher, aber ist definitiv noch machbar. LAN
Ladekabel ist jetzt drin und wir machen jetzt einen erneuten Speedtest nach Düsseldorf und dann einmal nach Frankfurt. Und ihr seht schon, oh mein Gott, es ist ein 1er Ping. Wir haben einen Ping von 1. Das heißt, 1/1000stel von einer Sekunde braucht es, bis diese Reaktion oder meine Handlung sozusagen am Server gelandet ist. In Düsseldorf, jetzt testen wir das Ganze noch mit Frankfurt. Und ihr werdet gleich sehen, zack, der Ping 6 Millisekunden. Natürlich ein bisschen länger jetzt als Düsseldorf, aber unfassbar krass. Also wirklich ein super, super kranker Ping. Und diesen riesigen Vorteil können wir uns sozusagen in Brawl Stars zu Nutzen machen, indem wir halt einfach schneller reagieren können, im Prinzip, als unsere Gegner. Und das ist ein Riesenvorteil, weil die meisten Leute spielen einfach über WLAN. Viele Leute haben auch wirklich, ja, einen schlechteren Ping. Also ich muss da echt schon sagen, auch mein Ping über WLAN ist echt sehr, sehr gut. Aber diesen Spielvorteil merkt man dann auf jeden Fall schon enorm. Vor allem mit schnellen Brawlern, wie zum Beispiel einem Stu, der sich die ganze Zeit zack, zack, zack bewegt und dasht. Und mit dem testen wir das jetzt auch einfach mal. Wir haben hier gerade ein Brawl Stars Championship Challenge. Wir gehen jetzt einfach mal im Brawl Ball rein und wir spielen jetzt das erste Mal mit dem Hack aktiv. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt einen absolut kranken Ping und oh mein Gott, es ist schon heftig, ne? Es ist schon heftig. Also man merkt es halt vor allem bei den Schüssen so. Du hast halt kaum eine Verzögerung. Guckt euch das an. Ich treffe fast jeden Schuss. Sehr krass auf jeden Fall. Man merkt es halt vor allem, weil man halt nicht wirklich pre-aimen muss. Zack, sondern du schießt halt wirklich genau auf den Gegner, wo der gerade ist und triffst ihn halt einfach, weil du einfach keine Verzögerung hast. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Also ganz ehrlich, sehr, sehr unfair. Vor allem für die Leute, die dann sozusagen keinen LAN-Anschluss haben und diese Möglichkeit eben nicht haben, sozusagen diesen Vorteil auszunutzen. Digga, guckt euch das an. Es ist so krass. Junge, also dieses Movement ist schon sehr, sehr wild. Also nicht mein Movement, aber einfach diese nicht vorhandene Verzögerung, ne? Das ist krass. Guckt es euch an. So, ich werde ihn jetzt richtig backrushen. Zack, bam, zack, bam, zack, pam, pam, zack. Guckt es euch an. Ich bin unstoppable. Gut, die Gegner sind jetzt auch vielleicht gerade nicht wirklich gut. Es ist auch nicht so, dass man damit immer gewinnt. Aber man merkt einen signifikanten Unterschied. Und das ist schon sehr cool. Zack, let's go. Das haben wir gut gedacht. Oh nein, oh nein. Oh, guckt es euch an. Es ist heftig. Es ist so krank, Junge. Let's go. Oh mein Gott. Alter, ist das krank. Oh nein. Also man kann sagen, was man will. Aber es ist definitiv ein absoluter Vorteil. Also wenn du richtig kacke bist, wirst du zwar immer noch kacke sein, aber wahrscheinlich nicht mehr so richtig kacke wie davor. Guckt es euch an. Der riesige Vorteil ist natürlich auch, es könnten jetzt theoretisch 50 Leute gleichzeitig im WLAN sein. Weiß ich nicht. Der Bruder guckt irgendwelche Netflix-Filmchen. Die Mama, die guckt YouTube und die Schwester auch noch YouTube. Der Vater, der streamt noch irgendwas auf Twitch. Kann alles gleichzeitig passieren. Du machst dich einfach an deinen Router ran, ne? Mit deinem LAN-Kabel natürlich. Und hast einfach einen krassen Vorteil. Also wer sich jetzt hier erhofft hatte, wirklich krass hacken zu können, den muss ich in einer gewissen Hinsicht natürlich enttäuschen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie verboten ist oder was einen unfassbar geisteskranken Spielvorteil bringt. Es ist definitiv klar, dass es einen Vorteil bringt. Der Vorteil muss aber auch genutzt werden. Wenn du absolut kacke bist, wird dich das zwar ein Stück weit besser machen, aber auch nicht zu einem Pro-Spieler. Dafür muss man immer noch üben, üben, üben. Es ist auf jeden Fall nichtsdestotrotz ein super cooles Tool. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.